Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Video hier. Es geht weiter mit unserem V8, weil jetzt wird zusammengebaut, würde ich sagen. Vorher müssen wir noch kurz was erledigen, aber das ist Kleinigkeit. Ja, beim letzten Video haben wir gesehen, hier unser schöner Block ist auf dem Motorständer. Den werde ich jetzt gleich noch schön Druckluft abpusten, weil ihr seht, da ist ein bisschen, ne, Schmodder hier von den Wänden und so weiter. Wie wir das kennen. Das wird jetzt quasi unser nächster Punkt sein, dass wir den dann anfangen zusammenzubauen. Ich würde sagen, als erstes Kurbelwelle rein natürlich. Die werden wir noch sauber machen, beziehungsweise halt absprühen, weil die lag hier die ganze Zeit in dem Karton da drin. Sowie den Motorblock halt komplett reinigen und ölen vorher. Ich will auch jetzt nicht zu viel erzählen und machen und tun. Deswegen, ich habe das Auto von meiner Mutter voll gemacht. Ich habe den Kombi. Wenn jetzt einer wieder schreit, ich habe das Auto genommen, weil meiner nicht fährt. Hier, ich habe den nur genommen, damit ich wirklich komplett voll machen kann mit Pappe. Guckt euch das mal an. Der ist randvoll bis oben hin. So viele Autodock-Kartons. Dann habe ich für die Wohnung ja noch Sachen gekauft. Und ach, das ist so viel. Wenn man so neue Schränke und so weiter kauft, die kommen ja alle auch in Papier. Und ich wollte jetzt nicht die Mülltonnen da in dem Haus vollhauen, weil das sowieso schon jeder macht. Und da ich sowieso zur Deponie wollte mit dem Müll von der Halle hier, beziehungsweise dem Pappmüll. Ja, ihr glaubt gar nicht, was man über die Jahre ansammelt. Ich meine, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Der eine oder andere ist ja auch bestimmt schon mal von einer größeren Wohnung in eine kleinere gezogen, beziehungsweise von einem Haus vielleicht sogar in der Wohnung. Und da sammelt sich echt viel an. Also Krempel, was ich gedacht habe, was man mal vielleicht brauchen könnte, was man dann nicht mehr... Ich habe sogar alte Mainboards noch gehabt vom PC. Uralte Dinger. Also war alles oben im Speicher oder im Keller am rumliegen. Und es sind so viele Sachen, die man dann weggeschmissen hat. Es ist halt grauenhaft, aber gut. Muss ja weg, also kann man nichts machen. Jetzt habe ich neue Sachen. Jetzt muss halt nur der Papiermüll weg. Ich fahre eben und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier am V8 weitermachen. So Leute, ich bin wieder da. Auto ist leer, Pappe ist weg. Jetzt können wir hier weitermachen. Ich habe gerade mal schnell meine Mülltüte noch hochgemacht, weil ich ein bisschen hier weggeräumt habe und so. Und abgepustet habe ich den jetzt hier schon. Ist alles raus. Wir werden auf alle Fälle nochmal nachwischen überall. Na, dass das hier auch alles smooth läuft. Ja, wie ihr im Hintergrund hört, meine Mikrowelle, die läuft. Ich habe mir schnell was zu frühstücken geholt, beziehungsweise zum Mittag. Wobei, wir haben ja schon 2:30 oder so. Ping, da ist auch fertig. Das bedeutet, ich esse jetzt eben. Und dann machen wir hier weiter. So, ich bin fertig mit Essen. Hab den Kopf auch schon gerade nochmal abgeschliffen hier. Also hier oben das, dieses Wasserbad, was das sein soll hier. Weil hier waren noch so leichte Rückstände. Da habe ich gedacht, komm, eben hier mit dem Vlies drüber gegangen. Und ja, der ist jetzt soweit sauber. Also halt dreckfrei, würde ich sagen. Jetzt sehen wir um und dann würde ich sagen, jetzt setzen wir die Kurbelwelle ein. Und das können wir tatsächlich schon machen. Ich werde das drüben das Unterschlepper noch anmachen, weil ich habe nur den Heizhahn gemacht. Nachdem wir dann das gemacht haben, können wir dann sehr wahrscheinlich den Kopf zusammenbauen. Achso, bevor ich das jetzt hier vergesse, vielen, vielen Dank für die ganzen Leute, die beim letzten Video, das vorige Video hiervon, dass die neuen Projekte unterstützt haben oder alte Projekte oder was auch immer, ne, für was wir das Geld hinterher benutzen, ist ja relativ. Aber ich gehe mal davon aus, wie ich auch reingeschrieben habe für neue Projekte, die Leute, die da unterstützt haben, die zwei Namen, die blende ich jetzt hier ein. Vielen, vielen Dank, also die ich jetzt gesehen habe, wenn es mehr werden, nachdem ich das Video jetzt hier gedreht habe. Aber heute ist das Video rausgekommen und ich weiß jetzt nicht, wie viel da noch dazu kommt. Deswegen, die werde ich dann jetzt, wenn ich das schneide, hier einblenden. Und vielen, vielen Dank dafür, Leute. Ich weiß das zu schätzen. Und das kommt auch komplett dem Kanal zugute. Also glaubt mir, es ist nichts verloren. Oder es geht ins Nevada oder ich kaufe mir Pizza davon. Oder was auch immer. Keine Angst. So, jetzt haben wir den sauber. Ich gehe eben rüber. Und mach das Ultraschallbad an und dann Kurbelwelle. Ja, Ultraschallbad drüben läuft. Könnt ihr vielleicht sogar im Hintergrund hören. Ich weiß es nicht, ob man es hören kann. Jetzt werden wir... Ach, ich muss meinen Laptop noch holen, genau. Weil ich ja die Newtonmeter, also die Drehmomente hier für die Blöcke raussuchen muss. Und dann werden wir uns mit den Lagerschalen beschäftigen. Guck mal kurz hier. Das sind die von Glyco. Links schreibe ich natürlich unten in die Beschreibung. Ich habe die jetzt schon mal aufgemacht letztens, um mal zu gucken. aber sind hier noch komplett verschweißt. Noch mal zu. Die sind auch immer so vorgeölt, so ein bisschen.
Ja, jetzt, wie gesagt, ich muss mal kurz gucken, ob es da Unterschiede gibt. Ja, gibt es sogar. Ich denke, dass die unteren die mit dem. Beziehungsweise die oberen, ne? Ja, die oberen sind die mit dem Loch. Müsste zumindest. Ich gucke mir das mal im ETK an. Beziehungsweise im TIS. Und dann weiß ich über die Drehmomente und so weiter. Ich gehe mal eben den Laptop holen. So Leute, ich habe mir das Ganze mal auf dem Laptop angemacht da hinten. Und es ist ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Der V8 ist auf alle Fälle nicht so einfach wie ein Vierzylinder. Auch 16V nicht. Hier sind noch ein paar andere Sachen zu beachten. Ich glaube, ich mir das ein bisschen näher holen kann hier. Zeige ich euch mal. Auf alle Fälle haben die hier so komische, ja, Schraubenhülsen, die man bewegen kann. Die kann man auch ganz rausschrauben. Und ich habe die vorher, sind die mir nicht mal aufgefallen. Und ich habe keine Ahnung, wofür sie sind. Ich denke mal, dass man halt gewisses Spiel einstellen kann, ja. Die standen jetzt ungefähr so 1,5 Umdrehungen draußen, würde ich jetzt behaupten. Oder eine Umdrehung. Mal gucken wir mal. Ja, so ungefähr eine Umdrehung, nicht ganz vielleicht. Aber laut Anleitung, wenn man die zusammensetzt, soll man die zurückdrehen. Also drehen wir sie zurück. So, die Sachen sind jetzt gekennzeichnet. Beziehungsweise 1, 2, 3. 4 und 5 sind nicht gekennzeichnet. So wie ich das gelesen habe. Ist ja auch nicht schlimm. Wir werden jetzt als allererstes unsere Lagerschalen hier unten einsetzen. Und das sind natürlich die mit wie haben die das hier genannt? Schmierkeil. Das sind die quasi mit dem mit diesen Löchern hier drin. Die müssen da rein. Wo ist scheißegal. Die sind nicht markiert. Und danach benutzen wir unsere Montagepaste hier, die ich gekauft habe. Nächste. Jetzt schmieren wir unsere Montagepaste da drauf. Wolfram-Disofluidpaste. Für extrem beanspruchte zu Grundschmierung verhindert Einschleifschäden oder Fressspuren. Das ist, denke ich mal, genau das, was wir brauchen. Oh, das Ultraschallbad ist fertig, falls ihr es gehört habt. Boah, das ist ja richtig krass, das Zeug hier. Ich habe drei Tuben davon gekauft. Ich glaube, wir brauchen nicht mal eine. So. Haben wir das auch? So, ich zeige euch das Ganze mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Schön drinne und vollgeschmiert. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist mit einem kleinen Schraubendreher und Tuch die ganzen Ölports hier noch frei machen, dass die mit dem Zeug nicht voll sind. Aber wie gesagt, das Zeug ist ja eigentlich dafür da, dass es schmiert, dass es die ersten Einschleif-, Fressspuren und was auch immer verhindert. Ich werde jetzt die Kurbelwelle im Gegenzug aber einölen, sondern nur die Lagerschalen damit vollsauen. Aber das werden wir jetzt machen, Kurbelwelle holen und dann drüben am Tisch sauber machen. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Frisches Öl. Und beim Reiniger und Tücher. Die lag die ganze Zeit im Karton, also da ist nichts reingekommen. Die ist auch nicht wirklich dreckig. Aber sicher ist sicher. Mache ich die einmal komplett sauber. Und ja, ich habe extra für euch Handschuhe angezogen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wir haben leichte Alu-Ablagerungen. Ich denke, das ist das von der Kette. Weil die Kette ja hier drin so ein bisschen gekillt wurde, aber die Zahnräder hier sind eigentlich ganz in Ordnung noch. Also die haben nichts abgekriegt. Habe ich auch erst gedacht. Jetzt werden wir das Ganze ölen. Beziehungsweise wir warten ein, zwei Sekunden, damit das Ganze hier noch ein bisschen ausdünstet. Und dann ölen wir das Ganze. Bin echt gespannt, ob wir das Ding zusammenkriegt. Ich meine, Steuerkettentechnik habe ich das ja schon mal gemacht und das ist auch eigentlich meiner Meinung nach ganz einfach. Wenn man das System einmal verstanden hat, aber jetzt so Kurbelwelle und sowas habe ich natürlich beim V8 noch nicht gemacht. Ne? Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber sobald die Köpfe wieder drauf sind und alles
Kette dran ist, ist es eigentlich nur noch Kindergarten. Dann ist alles nur zusammenbauen, wo was zusammenpasst und dann Newtonmeterzahlen beachten und Abfahrt. So, ölen wir das Ganze. Nicht zu knapp. Ich öle einfach alles jetzt gerade, damit das einfach schon mal voll ist. Das sollte schon reichen. Jetzt mache ich mir die Finger sauber. Ach so, die Ölkanäle freimachen. Das habe ich vergessen. Eine Sekunde. Ich weiß zwar nicht, ob ihr da stehen bleibt. Ich hoffe es ein wenig. Ich hoffe, dass ihr auch alles sehen könnt soweit. Er hängt jetzt gerade irgendwie halb im Regal. Ich hoffe, dass ihr da bleibt. Ich habe nämlich die GoPro leider nicht mit. So, dann gucken wir mal. Nee, warte mal. So, ne? Ja. Das sah gar nicht so schlecht aus. Ich bin erst ein zu weit rüber gerutscht, aber dann habe ich die Kurve gekriegt, ja? So, das sieht ja echt schon mal ziemlich gut aus. Jetzt gucken wir, was das TÜV-Sack, was wir als nächstes tun sollen. So, haben wir drinne. Hinweis, Hauptlagerschalen, Kurbel, Hauptlagerdeckel einlegen. Schrauben 6, was? Einschraub 6 Kat in den Hauptlagerdeckel zurückdrehen. Ja, jetzt sollen wir die Lagerschalen in die Blöcke einsetzen. Ja, das ist Nummer 1. Ich weiß jetzt nicht, ob auch Nummer 1 hier war. Das werden wir gleich herausfinden, weil wir sollen jetzt erst die Schleifbügel einsetzen. Die werden hinten eingesetzt, ja. Ja, warum mache ich das denn dann mit den Schossen? Jetzt haben wir hier 2 Stück. Das bedeutet, die Sachen müssen, die muss so rum rein. Ich gucke nochmal nach. Im Motorblock zu verbauen. Ach was. Ich muss euch jetzt mal so ein bisschen drehen. Die müssen so da rein. Das sieht richtig aus. Und der auch. Ah, das läuft schon mal. Nice. So. Nummer 5 sieht man daran, dass die hier so Kerben haben. Die sind nicht gekennzeichnet. Also steht es auch im Tisch. Also. So. Ich habe hier auch von dem Zeug was drauf gemacht. Mal gucken, wie rum das Ganze gehört. Ah, so rum, okay. Guck mal nach, ob wirklich richtig rum ist. Schrift noch da, ja, ist richtig. Der ist richtig rum, aber warum geht er nicht ganz rein? Ach, lass mich lügen. Das ist, weil ich die Dinger rausgedreht habe. Jetzt geht er gar nicht weiter rein. Das kommt mir so schwer vor. Ich glaube mir das nicht, aber das ist komisch. Ich finde das nicht richtig. Der nächste Schritt ist schon alle festziehen. Also kann ich theoretisch jetzt alle reinmachen und hoffen darauf, dass die einigermaßen passen. Ja, der passt wieder ganz anders hier. Ja, mit so ein bisschen
mit so ein bisschen Druck gehen die dann auch gerade rein. Ich glaube, das ist auch der Trick. Weil hier konnte ich jetzt gerade so schön gucken, also vorne, das konntet ihr, glaube ich, gerade gar nicht sehen. Vorne konnte ich jetzt gerade so schön gucken und konnte den halt reindrücken an beiden Seiten, so schön. Und dann ging der auch ganz leicht rein. Ich denke, das muss hier hinten auch gemacht werden. Muss das gleich mal machen. Aber ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen erkennen. Ich zeige euch jetzt nochmal hier vorne, was ich meinte. Man konnte hier halt wirklich schön erkennen. Und ihr seht ja auch, dass die hier gerade dran sind. Und ich denke mal, dass die jetzt festgezogen sind. Und dieses Spiel hier, da könnt ihr auch durchgucken, dass das im Nachhinein eingedreht wird und dann erst festgezogen wird. Bevor man die verzieht beim Festziehen oder sowas. Das kann schon sein. Ich habe keine Ahnung, warum die da sind und warum man das macht. Aber muss ja einen Sinn haben und ich denke mal, das ist der Sinn. Ich mache jetzt mal die restlichen rein und dann sehen wir uns beim Festziehen wieder. So, das Fügemoment für unsere Schrauben müssen wir uns raussuchen. Wir haben hier einen M62 Fügemoment. 20 Newtonmeter. Ganz genau wissen, was das für Schrauben sind. Ich habe die ja schon eingesetzt. Die werden geölt eingesetzt. So. Das ist zwar schwer zu messen, so, aber wir haben hier 11. Wir haben hier 11er. Das bedeutet, die kriegen anstatt 70 Grad Überdrehung 100 Grad Überdrehung. Achso, der Kopf ist übrigens drüben fertig, den habe ich schon rausgenommen, den habe ich jetzt ein bisschen mit Bremsreiniger abgespült und lasse ihn jetzt erstmal trocknen, weil der ist glühend heiß, das Wasser war 65 Grad warm und ich habe das Ding immer nur auf 70 Grad eingestellt. Ich habe jetzt nochmal alle Kolben reingeschmissen, die, wo ich denke, dass die in Ordnung sind und wenn die rauskommen, schön ölen direkt und so weiter und dann halt einbauen, also im nächsten Zuge dann einbauen. Aber wir werden jetzt noch die Schrauben hier festziehen. Und dann war es das für heute, weil ich muss jetzt nochmal weg. Habe ich leider, habe ich das total vergessen, dass noch was zwischenkam. Aber ist was für euch. Also von daher wird es gut sein. Also ist was für mich, aber ihr profitiert auch davon. So, ist richtig. Also sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, hier wird nur tatsächlich geschrieben, alle Schrauben der Hauptlager mit Fügemoment festziehen. Und dann im zweiten Schritt halt die alle richtig festziehen. Keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal Fügemoment machen, halt so wie ich es gerade gesagt habe. Von innen nach außen und ich denke mal, das macht am meisten Sinn. Aber auch hinten hat sich der richtig gesetzt übrigens. Ich habe da ein bisschen hinten von hinten eben geguckt und dann hat der auch gepasst. Jetzt sitzen die alle wie vorne. Sehr schön! Und man sieht auch richtig den Farbunterschied, ne? Ultraschallbad, nicht Ultraschallbad. Pack mal weiter oben, dann ist das nicht so schwer. Genau, das ist einfacher. Oben. Ja. Oh, guck mal, 20 Millimeter. Oh, das war aber einfach jetzt. Oh. Das waren jetzt 20,103, das weißt du, ne? Wenn man doppelt knackt, dann... Dann fühlst du, ne? Ja klar, ja. Guck hier. Klick. Ja, das war ein bisschen... Ne, das war echt viel. Die lösen wir nochmal. Ach, kommt der auch? Mhm. Ach, du Scheiße. Ja. Machen wir das mal schnell fertig hier. So, Leute. Das bedeutet, es gibt jetzt einen kurzen Cut. Wir machen dann gleich weiter. Wir hatten ja die 20 Newtonmeter Fügemoment gemacht. Jetzt werden wir, da wir eine M11 Gewinde haben, warte, ich zeig's euch nochmal hier, haben wir 110 Grad überdrehen. Ja, M10 Gewinde wäre 70 Grad. Ich habe mein... Ist das ein Manometer? Nehmen wir das Manometer? Ja, habe ich hier schon hingestellt. Nur noch hier justieren. So. Ja. Jetzt werden wir das mal machen rundherum. Ich stelle es mir hier hin. Gucken. Und dann sollte es das gewesen sein. 100 Grad ist eigentlich nicht weit. Es ist halt nur ein Stückchen weiter als 90 Grad. Ne? Also sollte machbar sein. Ich hoffe, ich kriege das alleine hin hier, dass man das nicht festhalten muss zu sehr. Ah ja. Oh,
war schon. Oh. 100. Ja. 100. Ich würde gerne mal den Drehmomentschlüssel ein bisschen höher drehen, damit wir gucken können, wie viel Drehmoment das ungefähr wäre. Was schätzt ihr denn? 20 Newtonmeter Fügemoment haben wir gemacht und 100 Grad überdrehen. Ich würde sagen 150 Newtonmeter, ungefähr. Vielleicht. Oder? Ich drehe mal 150. Das sind jetzt 140. Die beiden haben wir. Gehen wir zu dem hier. Wo haben wir denn die Null? Ah, hier. Keine 140, hat nicht geknackt. Also doch weniger. So, ich bringe jetzt mal auf die Sicherheit. Alles sind fest. Alles läuft geschmeidig. Oh ja, wie geil. Und ja, ich drehe das mit Absicht, bevor jetzt wieder einer meckert. Einfach mal, um zu gucken, ob alles gut läuft. Man hört das ja, wenn da irgendwas zwischen ist oder sowas. Aber das ist schon mal gut gelaufen hier. Das läuft. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir das Video. Beziehungsweise nein, wir gehen jetzt noch rüber und ich zeige euch den Kopf, weil der ist nämlich fertig. Von der Seite nicht sehr spannend, nicht ganz komplett sauber. Aber das ist auch normal, weil der liegt ja hier drauf. Und der braucht ja ein bisschen Luft, um, damit das Ultraschallbad hier funktioniert. Hier ist es leider nicht der Fall. Es liegt gerade auf und deswegen funktioniert es noch nicht, dass das hier hundertprozentig sauber wird. Wir gucken uns mal die andere Seite an. Und zwar die... Und das Bild sollte euch bekannt vorkommen aus dem Nimo-Projekt, wie schön sauber das geworden ist. Weil hier steht das Ganze nämlich auf den Stehbolzen. Und dann funktioniert das nämlich wieder, dass hier alles andere sauber wird. Das ist sehr gut geworden, ist sehr schön sauber. Auch hier die Kanäle, sehr, sehr gut. Ja, das bedeutet, unser Kopf Nummer 1 ist fertig. Die Kolben habe ich auch nochmal alle reingeschmissen, alle die hier lagen, die ich meine, die gut sind. Aber darum kümmern wir uns dann morgen. Ich mache heute Schluss. Muss nämlich noch was daraus tun. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Nicht vergessen zu abonnieren, zu liken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn ihr neue Projekte unterstützen wollt, unten ist der Link dazu. Da haben schon ein paar dazu beigetragen. Ich blende nochmal die Namen hier ein. Vielen Dank dafür auf alle Fälle. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss.